Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Nachwetterrunde Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Ich war gerade ein bisschen am Trainieren und auf einmal begegnet mir dieses Shiny Apollo. Ja, ich war jetzt gerade ein klitzekleines bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss doch die Lampe ausmachen. Ja. Das heißt, wenn ich nicht mehr so überbelichtet. Soll ich das auf jeden Fall fangen? Das werde ich fangen, außerhalb der Regel. Werde es aber sofort, wenn ich es gefangen habe, in den Friedhof packen. Pokebälle sollten wir ja noch haben. 10 Stück. Bitte. Ich will es nicht. Ich will es gerade echt nicht fischen. Oh, so knapp. Mann, ich will. Das ist. So eins dieser seltenen Momente, wo ich mir so denke, wieso passiert sowas nicht im Hauptspiel, wenn ich sowas mal richtig spiele? Oh nein. Du bist ein bisschen geschwächt, du hast ein Schadensproblem, bitte bleib drin. Ja. 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 Wir haben ein Shiny-Pokémon. Das wird sofort gespeichert. Das wird so etwas von sofort gespeichert. Alter. Apollo, Gas, lauert in der Dunkelheit. Die Berührung seiner gasförmigen Hände erzeugt endloses Schaudern. Nein, werden wir jetzt auch nicht benennen. Weil damit ist dann offiziell out of Regel und darf nicht verwendet werden. Ja. Aber ich packe das, wie gesagt, in den Friedhof. Alter. Das hatte ich schon. Ich hatte schon lange kein Shiny mehr. Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein Shiny treffen werden. Mann, Hornweise. Na. Da sieht man es auch so ein bisschen. Hier nimmst. Hier, ja, es ist, ich kann es dir gerade scheiße zeigen. Hier, wo. Schaut mal auf den Mund, da, wo der Zeiger gerade ist. Da ist er rot. Und. So kann ich es machen. Hier, da ist es rot. Da ist der Mund blau. Shiny! Finde ich lustig. Ja, unser zweites Pokémon in der im Friedhof. Aber diesmal ist es nicht gestorben. Wir dürfen es nicht nur nicht verwenden. Das finde ich ganz zu geil, ne? Gut, ich unterbreche nochmal die Aufnahme, weil ich wollte nur ein bisschen weiter trainieren. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich! So, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Nacht. Weiteren Runde Pokémon Randomizer Nuzlocke in der Platin-Edition. Ich habe das ganz kurz mal reingeschnitten, wie ich hier das Apollo gefangen hatte, ne? Ja, hier jemand das PC nehmen. Hier unser Shiny-Apollo. Ich komme damit nicht auf klar. So, das wird aber auf jeden Fall nicht in der Nuzlocke benutzt. So, hab dann unser Team mal auf Level 12 gelevelt. Ich war mir überlegen, ob ich Sunlight auf Stufe 15 trainieren soll, was dann Konfusion erlernt, aber dann hat Mofra Konfusion erlernt auf Level 11 und so. Okay, nehme ich an. Ich bin aber noch nicht so wirklich glücklich, weil alle haben. Die Höchst-KP, die wir haben, ist 40. Das heißt, Drachenwut ist immer noch gefährlich. So, und was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir noch drei Routen haben, wo wir Pokémon fangen. Vier Routen, wo wir Pokémon fangen können. Also vier Möglichkeiten? Falsch. Eine Möglichkeit falsch, wenn wir überlegen, könnte man ja hier bei ihm. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich studiere Pokémon-Fossilien. Ja genau, hier in dir ist. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch, das tue ich. Kurz davor, das Fossilien Pokémon zu extrahieren. Das geht, das kann ich, aber noch nicht sofort. Noch nicht sofort. Ja. Theoretisch gesehen hätten wir ein Fossil. Wir haben hier das Kopffossil. Aber ich habe mir ja gesagt, Pokémon, die wir geschenkt bekommen, und dazu zählen ja auch die Fossil-Pokémon, benutzen wir nicht. Das heißt, man könnte es vielleicht von Pokédex mal verwenden, aber das war es auch. Was? Wie? Oh, du bist das Dorsch. Hast du es doch bis hierher geschafft? Aber du bist echt langsam, weißt du das? Der Arena-Leiter hier ist übrigens eine harte Nuss, nicht schlecht zu knacken. Wer sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Hä? Wie? Ich habe den Faden verloren. Na, auf jeden Fall ist der Arena-Leiter in die Kohlemine gegangen. Wenn du dir vorknopfen möchtest, solltest du zu schnell zur Mine.
Ja, aber ich würde echt schon mal ganz gerne kurz hier rein, um ein bisschen aufzustocken. Rogelbälle haben wir 8, Tränke haben wir. Komm, wir holen uns nochmal 5 Tränke. Just to be safe. Ah, halt, halt. Just to be safe. Ich werde so viel Geld verlieren in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Ich weiß aber auf jeden Fall jetzt mal eine Person, die ich glaube, die wird sich ein bisschen ärgern. Mann, oder? Nee, nee, vergiss das. Vergiss das. Ich bin ein Blödmann. So, stopp. Hier rein? Nein. Boah, hier waren auf jeden Fall. Wo war das nochmal? War das hier lang? Genau hier. Hier waren zwei Ei. Ui, ein Top-Adder. Und ein Fahrtknoten, was war das mal? Hier haben wir Flottstaub, weil hier in dem Schuttberg sind Items versteckt. Und ein Superschutz. Verwartungsknoten, das für. Genau, das war das. Und Flottstaub an der Seite, die das zum Rangehen werden kann. Fein und doch hart, erhöht es den. Ach, ich hab's gerade den Staub verwechselt. Ja, gut, das machen wir nur noch ein Ditto. Eine ganz geringe Chance. So, wir gehen jetzt aber erstmal hier in die Erzlingmine. Holen uns hier eine Sinelbeere. Und haben hier auch das sechste Teammitglied, hoffentlich. Okay. Ein Krepotag. Da könnte man mal drüber reden. Krepotag ist schon ein gutes Pokémon, finde ich. Habe ich auch bisher nur in der ROM, die ich mal gespielt habe, trainiert. Aber das war auch, glaube ich, dritte Generation. Ja. Ein weibliches Rebotag. Wie nennen wir das weibliche Rebotag? Das Blöde ist, Mr. Krabs kann ich das nehmen. Nicht nehmen, weil ich das ja schon habe. Dieser Grobjäger ergreift andere Pokémon mit seinem Schirm und wirft sie aus seinem Teich. Wasser und Licht. Auf jeden Fall ein Spitzname. Boah, eine Verniedlichungsform von dem Vieh ist auch scheiße, weil das hässlich aussieht. Ich will gerade nicht überlegen, wie man so ein hässliches Vieh benennen kann. Scheiße. Entschuldigung. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, wir haben jetzt Tanja. Sieht auch aus wie das Original. Entschuldigung, vergiss es einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich mir anhören kann, wenn das Vieh irgendwann mal sterben sollte. Okay, erkunden wir weiter die Erzlingenmine. Bitte was? Bitte was? Nein, danke. Dieses Pacholo habe ich auf der Route 210 getroffen. Sind wir verlässlich? Mann, warum kann ich kein Ligi haben? Ich verrate dir etwas. Ich habe Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Ja, ich habe Pokémon generell dabei. Ich bin Pokémon-Trainer. Da zeig mir, was du mitgeschmuggelt hast. Ein Gingflor. Los, Matra. Konfusion. Ich hätte echt ganz vergessen, dass Omo Konfusion erlernen kann.
Vielleicht ist er herzlich wenig. Ah, hat er schon mal besiegt. 350 KP. EP. Was für ein Level up? Nice. Du bist schon einer. Ja, ich bin schon so einer. Oh, ich bin den falschen Weg gegangen. Hier haben wir einen Glücksrauch? Warte mal. Ist jetzt das Item, wofür ich das halte? Doppeltes Preisgeld. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir geben jetzt erstmal Motra. Weil Motra ist hier momentan an erster Stelle und wird in jedem. Mann, oh Gott, na das! Mann, hier sind teilweise so gute Pokémon, die ich echt gerne trainieren würde. Oben auf der Route, wo ich schon trainieren war, gibt es noch mehr Würfeln. Das wollte ich auch schon immer mal machen. So, dann gibt es also gleich auch das doppelte Preisgeld. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, du hast gewonnen. Hier hast du 5 Euro. Nein, nein. Ich habe hier das Pokémon dabei, da trägt ein Glückstrauch, schlägt der doppelte, schlägt 10. Klar, ist logisch. Da wechsle ich aber mal auf Blaisnake. Ja. Das heißt auch im Klartext, in dieser Folge wird es auch schon zur ersten Arena gehen. Das könnte schwierig werden. Ja, was heißt schwierig? Das könnte lustig werden. Ich weiß schon, wo ich meine Pokémon so stark trainiert habe. Level 13 für Motra. Oh, Giftpuder. Nice. Komm, Gesichter. Tschüss. Ja, Blaisnake hat auch noch EP. Und ein Zwürfens. Ja, komm, dann nehmen wir Motra wieder raus. Und währenddessen trinke ich mal ganz kurz Wasser. Oh, das hat gut. Ich weiß, Regen hat sich jetzt so schnell einen trockenen Mund. Ja, mach doch mal das Finger. Wir vergiften dich jetzt erst einmal. Ich finde Gift so räudig. Dann müsste Motra doch eigentlich auch Toxin erlernen können, oder? Ich hoffe, wir kriegen Toxin. Ich weiß nicht, ich finde so generell Typ Gift ist so ziemlich einer der räudigsten Typen in Pokémon. Man kann auch nicht besser laufen, oder? Kann doch kaum noch was schief gehen, oder? Ja, Klammergriff, easy. Du bist vergiftet, bist verwirrt, es hagelt. Aua. Ja gut, ich krieg auch noch ein bisschen Schaden. Lob. Und nochmal eine Konfusion dahinter und du solltest tot sein. Ja. Na, besiegst du es selbst? Ne, leider nicht. Und deine Attacke geht noch daneben. Wie schade. Und es ist besiegt. Ganz, ganz easy. Mann, ich würde echt auch gerne mal Zwürfens trainieren. Ist auch ein cooles Pokémon, finde ich. 640. Drei Tränke wieder. Und hier aber die Frosttafel. Auf der haltenden Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Okay. Die Tafeln sind relativ nützlich, halt für das Pokémon Arceus gedacht. Je nachdem, welche Tafel es ist, zum Beispiel die Frosttafel ist, hat es dann halt den Typ Eis und so weiter. So, aber jetzt also mal. Ha, lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke Zertrümmerer kann man der Felsen aus dem Weg räumen. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der Hissing Arena hast, ist ein Pokémon dazu fähig. Also muss er den Arenaleiter besiegen. Und das bin ich.
Alles klar. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum das so komisch gewackelt hat. Warum ist denn hier Arktos unschämen? Und ich krieg ein gottverdammtes Kriegutakt, das hässlich wie die Nacht ist. Mann! Das ärgert mich jetzt richtig. Oh Gott. Der Nuzlocke Run Killer 3000. Da gehen wir auf jeden Fall aus. Es könnte es gefährlich werden. Wohin genau? Das so ziemlich gefährlichste Pokémon für eine Nuzlocke Challenge. Tackle. Scheiße. Es wird jetzt richtig gefährlich. Ich sehe schon kommen, irgendein Pokémon wird gleich sterben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Mothra werden wird. Konfusion. Mann. Man muss in dieses gottverdammtes Wohin genau kommen. Wie lange hält der Abgangsport? Hält das eine oder zwei Runden? Boah, leg mich am Arsch! Ohne Spaß, ich habe vorhin genau so eine Angst in diesem Projekt. Zwei Attacken, womit entweder physische oder spezielle Attacken gekontert werden und mit doppelter Stärke zurückschlagen. Eine Attacke, womit es gegen jeglichen Statuseffekt immun ist, von Abgangspunkt. Sollten wir es besiegen, besteht eine Chance, dass unser Pokémon mitbesiegt wird. Boah, Alter, Fede, leg mich doch am Zack, bis er hat sich abfällt. Scheiße. Alles klar. Gut. Du hast ja nur eins zu tun. Auf zur ersten Arena. Erstmal gegen die Wand laufen. Wir können hier einen schnellen Weg machen, aber ich würde sagen, wir nehmen den Weg über die Trainer. Du hast den langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du das getan hast. Weil ich noch alles an Farben mitnehmen möchte, wie geht. Und hier. Hier haben wir einen Lavalos. Ich weiß schon, warum ich ausgewechselt habe. Ich weiß das schon. Friss Stein. Ich sagte, friss Stein. Boah, ey, heute ist echt Folge der Legendären, ne? Flasche Jäger, weil ich mir gerade überlegen, ob ich mir welche von meiner Schokolade nehmen soll. Ansonsten kann man das ja nicht aushalten hier. Aber dann wenigstens gute Erfahrung 255. Jo! Zwei Verteidigung. Sehr schön. Achso, er hatte nur eins. Okay. Dann mit dir noch kämpfen und dann können wir gegen den Arena-Leiter kämpfen. Aber ich schätze mal, danach werde ich. Also nach diesem Kampf werde ich eh nur kurz heilen. Alter, heute ist Folge der legendären Pokémon. Da kannst du nichts anderes sagen. Alter, was ist hier los?
ein Wunschtraum. Ich glaube, jetzt noch zwei Runden kriegt das KP wieder. Das ist der Stahlpsycho, genau. Ja gut. Ja, okay. Warum? Stollers, ich glaube, da bleibe ich direkt so. Ach, gegen den Raphael! Teenager Raphael! Ja, guten Tag, Herr Raphael! Herr Papa Schlumpf! Ach ja. Es kommen so schön viele Insider aus meiner Gruppe, das ist so toll. Ja, ja, Lebensschelle passt. Ah, so bin ich, aber ich mach das ja doch nicht. Ah, langsam wird das. Okay, ist gut. So. 394 und wir erreichen Stufe 15. Sehr schön. Und Blaznik kann jetzt offiziell eine Drachenwut tanken. Das ist zwar ein Haufen Scheiße, den wir tanken können, aber lieber so, als wenn wir gar nichts aushalten und so instant tot ist. Okay. Dim, 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 dim. Und wir speichern einmal. Und gehen zum Arena-Leiter. Und rennen erstmal weg die Wand. Es wird Zeit. Willkommen, dies ist die Arena von Erzlingen. Ich bin Feind, der Arena-Leiter. Mein ganzer Stolz in meine Geschein-Pokémon. Mimpy Random. Als Arena-Leiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss dich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Versus Fight! Der erste Arena-Leiter hat drei Pokémon. Ach, wie süß ein Knuffenser. Das sollte Motra so. Ja, das sollte klappen. Ein bisschen mit Konfusion arbeiten und dein Gifttyp ist erledigt. Sehr schön! 1-0. Und auch Motra erreicht Level 15. Charmian. Da wechsle ich mal zu Sunlight aus, weil ich möchte, dass das auch noch ein bisschen Erfahrung kriegt. Weil das auch relativ nah an Konfusion ist. Level 15 bräuchten wir. Ich weiß nicht, warum ich das gerade einfach Rückenschlag genommen habe. Einfach wegen diesem Mogli. Das ist eh scheißegal. Kratzer. Okay, da wechsle ich dann doch nochmal zum Blaznik aus. Das kriegt jetzt auch Erfahrung, das war's wert. So, und ist ein bisschen verbrannt. Schade. Blut. Dann ich schreibe speziell an. So. Und dann ist es so verbrannt. Da sollte es jetzt. Ihr solltet zwar nur noch 5 Schaden an Sunlight machen, aber trotzdem würde ich jetzt gerade nicht mehr einwechseln. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Ich frage mich immer noch, warum Charmian Hypnose denn können. Aber naja. 106 EP. Ein Tanzer. Dann gehen wir mal kurz rüber zu Sunlight. Ja, keine Sorge, du bist nicht lange da. Ja, ich kann das so einfach besiegen. Ich nehme jetzt wieder auf Blaznik Wechsel. Blut oder Steinwurf und GG. Dann haben wir das clean runtergespielt. Und mit dem Volltreffer verabschiedet und wir haben den
allerersten Orden. Und zwar, hier den. Was? Das darf nicht wahr sein bei der durchtrainierten Pokémon. 3000 K. Jawohl, das ist beschämt. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga vielleicht dir hiermit unseren Orden als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Dosch erhält von Vereid den Kohleorden. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76, mal gespannt, was das jetzt ist. Ja, alte Altaranscheine, bla bla bla. Bla bla bla. So, das hat mir sogar mal gespart, weil das dafür eine Erklärung zu Tarnstände ist, aber wir haben hier Sandwirbel. Ihr habt den jetzt in Ordnung. Das war eine super Folge, muss ich sagen. Gut, es sind 22 Minuten plus eine Minute, glaube ich, für den Mist mit Apollo, aber wir haben den ersten Orden. Besser kann es nicht laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.